Hello, ich heiße Johannes, and today I'm gonna to teach you six prepositions that always use the accusative case. But let's start with a one-minute challenge. I will tell you a short story. In this story, you can find six prepositions that always use the accusative case. Your task is to find as many of those prepositions as you can. If you don't want to do this challenge, You can skip here. At this point, I will explain all the prepositions that only use accusative one by one. Alright. Jetzt die Geschichte. Das sind Anna und Jonas. Sie arbeiten für einen Autohersteller in München. Momentan ist der Job sehr anstrengend. Denn sie müssen bis nächsten Montag ein wichtiges Projekt beenden. Deshalb ist Anna heute sehr müde. Gegen die Müdigkeit trinkt sie einen Kaffee. Jonas kann auch ohne eine Tasse Kaffee konzentriert arbeiten, denn er hat in der Mittagspause 20 Minuten geschlafen. Nach der Arbeit bummeln die beiden kurz durch die Altstadt von München. Anschließend machen sie noch ein bisschen Sport. Sie joggen dreimal um den See im Olympiapark. So, das war meine Geschichte. Jetzt sehen wir, ob du alle sechs Präpositionen gefunden hast, die immer akkusativ benutzen. Wir fangen an mit Präposition Nummer 1. Das? Sind Anna und Jonas. Sie arbeiten für einen Autohersteller in München. Das sind Anna und Jonas. Sie arbeiten für einen Autohersteller in München. Autohersteller ist maskulin. Der Autohersteller, ein Autohersteller. Aber die Präposition für benutzt immer Akkusativ. Für einen Autohersteller. Nummer 2. Momentan ist der Job sehr anstrengend. Anstrengend bedeutet auf Englisch tiring oder auch exhausting, denn Sie müssen bis nächsten Montag ein wichtiges Projekt beenden. Momentan ist der Job sehr anstrengend, denn Sie müssen bis nächsten Montag ein wichtiges Projekt beenden. Montag ist maskulin, der Tag. Aber hier haben wir keinen Artikel. Wir haben aber ein Adjektiv. Hier ist die Tabelle. Adjektivdeklination, Nullartikel. Bis benutzt immer akkusativ. Tabelle. Bis nächsten Montag. Deshalb ist Anna heute sehr müde. Müde heißt auf Englisch tired. Gegen die Müdigkeit trinkt sie einen Kaffee. Deshalb ist Anna heute sehr müde. Gegen die Müdigkeit trinkt sie einen Kaffee. Müdigkeit ist die Müdigkeit, feminin. Aber die Präposition gegen benutzt immer akkusativ. Also gegen die Müdigkeit. Jonas kann auch ohne eine Tasse Kaffee konzentriert arbeiten, denn er hat in der Mittagspause 20 Minuten geschlafen. Jonas kann auch ohne eine Tasse Kaffee konzentriert arbeiten, denn er hat in der Mittagspause 20 Minuten geschlafen. Tasse ist die Tasse feminin eine Tasse ohne benutzt immer Akkusativ hier ist die Tabelle Nominativ und Akkusativ sind bei feminin gleich nach der Arbeit bummeln die beiden kurz durch die Altstadt von München nach der Arbeit bummeln die beiden kurz durch die Altstadt von München bummeln heißt auf Englisch to stroll. So ähnlich wie spazieren. Altstadt ist die Altstadt. Durch benutzt immer akkusativ. Aber Feminin ist im akkusativ und nominativ gleich. Durch die Altstadt. Weiter geht's. Anschließend machen Sie noch ein bisschen Sport. Sie joggen dreimal um den See im Olympiapark. Anschließend machen Sie noch ein bisschen Sport. Sie joggen dreimal um den See im Olympiapark. Um benutzt immer akkusativ. See ist der See. Hier ist die Tabelle. Um den See. Jetzt zeige ich dir nochmal die komplette Liste mit allen sechs Präpositionen, die immer akkusativ benutzen. Also, hier ist die Liste. Ich habe einen kleinen Tipp zur Präposition durch. Durch kann man nicht nur lokal benutzen. Ich mache ein Beispiel. Er hat den Job durch seinen Onkel bekommen. Er hat den Job durch seinen Onkel bekommen. Das heißt, der Onkel hat ihm den Job gegeben. Das nennt man auf Deutsch Vitamin B. B wie Beziehungen. Jetzt habe ich noch ein Beispiel für die Präposition um. Sich kümmern um. Auf Englisch heißt das to take care of. Sie kümmert sich um ihren Garten. Sie kümmert sich um ihren Garten. Auch hier akkusativ. Um ist immer akkusativ. Jetzt empfehle ich dir noch dieses Video hier. Zehn Präpositionen, die immer Dativ benutzen. Und diese Playliste hier, die Adjektivdeklination. Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Das war's von mir für heute. Halt die Ohren steif. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.